Ja, Freunde, herzlich willkommen zum nächsten neuen Spiel, was ich mir ganz gerne für euch angucken möchte. Und diesmal haben wir einen Supermarkt-Simulator, der vielleicht in die Fußstapfen des großen Supermarkt-Simulator treten kann. Denn das war ja auch, oder ist ja auch ein Indie-Spiel, aber ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Grafisch macht er natürlich jetzt nicht allzu viel hier, aber wir gucken uns trotzdem mal an. Erstmal können wir unseren Charakter erstellen. Männlich. Wir können aber auch weiblich nehmen. Nehmen wir hier männlich. Rotes Shirt. Grünes, pinkes, ich nehme grünes. Und wir können Freunde einladen, Einstellungen haben wir und neues Spiel. Und neues Spiel beginnen wir mal. Denn der Clou daran ist, oh, sieht gar nicht mal verkehrt aus. Oh, okay. Da hat sich jemand schöne Assists heruntergeladen. Es muss auch nicht sein, dass irgendwelche Entwickler das selber erstellt haben, sondern das sind halt auch ein paar Assists. Aber der Clou daran ist, ihr könnt mit Freunden euren Supermarkt hier errichten. Hier steht gerade aktuell Lebensmittelgeschäft. Das ist ja schon mal ganz nett auf Deutsch. Das ist unser Laden. Das ist unser Büro. Hier nehmen wir wahrscheinlich auch irgendwelche Sachen an. Das ist cool. Oh, hier haben wir sogar schon ein Regal. Das ist natürlich ganz cool. Hier haben wir unsere Kasse. Es ist 10.12 Uhr. Oh, langsam muss der Laden aber geöffnet werden. Erstmal gehen wir hier an den PC. Ich glaube, viel gibt es gar nicht zu sagen. Wir haben Erweiterung oder Erweiterung des Geschäfts. Okay, das zählt auch irgendwie zu den Regalen. Alles klar. Wir haben Ware bestellen. Decorations. Change Prices, auch nicht schlecht anpassen. Alles in Deutsch, das finde ich ganz cool. Name des Geschäfts, geben Sie einen neuen ein. Oh, oh scheiße, was geben wir ein? Ha, ich hab was, ich zeig's euch doch nicht. Wir gehen erstmal dafür raus, vielleicht ändert sich das ja auch. Mal gucken, das wäre natürlich geil. Oh, geil! Stikos Futterluke, geil! Passt rein und es wird geändert. Gut, muss auch irgendwie sein, aber man weiß es ja immer nicht. Wir gehen erstmal auf Ware bestellen. Wir haben 100 Dollar. Waschpulver, Mehl, Kartoffelchips, Apfel und Zimt, Basmati, Ditte, 54. Dann holen wir noch ein paar Dekorationen. Zum Beispiel Soviet Rug. Oh, hier, so, das sieht cool aus. Change Price, Ware bestellen, Erweiterung, passt. Box öffnen und schließen, okay, das weiß ich nicht. Lagercontainer, oh, gibt's aber viele Sachen. Self-Checkout, oh, das ist sehr interessant. Okay, wir bestellen jetzt einfach mal. Ja, hat er angenommen? Weiß gar nicht, bringt mir das irgendjemand? Da, da ist einer. Hallo, hier, ich bin, hey. Alter, ist ja schnell. Ja, einfach da abstellen. Junger Mann, einfach da abstellen. Muss ich jetzt selber machen oder was? So. Kann ich auf den Boden, ach hier, werfen. Ah ja, jetzt sind sie wieder. Aber irgendwie geil. So, das sind auch meine da hinten, die da. So. Was? Okay, das war's. Ja, schau. Mein Freund. So. Den stellen wir natürlich hier hin. So, guck, da wird ja schon... Die anderen begrüßen. Guck mal, da kommst du hier so rein. Denkst du so, what the fuck, who is that? Das ist der Chef dieses wunderbaren Ladens. Also Icke. Jut. Okay, cool. Wo schmeißt man das hin? Ja, okay. Oh, Abschnitt ist voll. Ja, gut. Viel später. Wie gesagt, die Leute können, glaube ich, in der Gegend sowieso zufrieden sein, dass überhaupt jemand hier einen Laden eröffnen möchte. Ich weiß auch nicht, was ich dafür gesoffen habe. Oh, was ist das? Oh, scheiße, kann ich ein Tor öffnen? Hier liegt was, was ich brauche. Na gut. So, ja, einfach hier hinschmeißen. Was Licht dann machen? Geil! Licht an, oh. Zack. Gut, aber wie mache ich das Tor auf? Na gut, egal. So, jetzt gehen wir mal auf Change Prices. Einzelhandelpreis, aktueller Preis. Wie viel habe ich denn dafür bezahlt?
Selbstkostenpreis 1,50. Okay, ja. Oh, naja, nee, machen wir so. Ich würde erstmal das so lassen. Gefällt mir irgendwie. Gut. Store is open. Ja, genau, offen. Wer will, wer hat doch nicht, wer... Ah, was ist denn hier los? Oh, da kommen sie aber alle. Hallöle! Da ist der Nächste. Oh, jetzt kommen sie aber wie die Ameisen, wa? Hast du einen Zuckerwürfel auch... Oh, hier kommen noch mehr. Hast du einen Zuckerwürfel mal irgendwo hingelegt, verloren? Dann hast du gerade einen Kaffee gemacht mit Milch, schön mit laktosefreier Ziegenmilch und wolltest dir deinen zuckerfreien Zuckerwürfel da reinmachen, runtergefallen, kommen die Ameisen ran. Oh. Oh, die reden ja sogar richtig. Oh, ist sehr hallig hier, Leute. Könnt ihr nicht so laut sein? Was ist das? Okay. 9. Bitte heute nur mit Kartenzahlung, ich habe kein... Ach, du hast Bargeld dabei, scheiße. 47 Cent. Ja, 74, so rum. So. Und, auf okay, wo muss ich jetzt rein? Ja, hab ich. Muss jetzt hier okay drücken. Was mache ich? Ach, geil. Alter, ich kaufe den ganzen Laden schon leer. Sei mit euch nicht richtig. Ach, scheiße, 75 Cent. Ja, bring dies ab. Hast du mich gerade beleidigt oder was? So. Ach was, ich kann mir kein Trinkgeld nehmen, ist ja schade. Thank you. Drei Cent. Ich kann es auch sagen können, passt. Alter, hier ist ja richtig was los. Da ist ein Ferrari in einem Pickup. Wie stehe ich jetzt wieder auf? Verlassen mit Q. Cool. So, ich komme gleich wieder. Ich muss noch, Vorsicht. Ich muss hier noch meinen Gedöns holen. So. Passmati. Ha, Schwein gehabt. So. Nicht klauen, ja? Ist auch geil, die Tonne ist hier draußen. Mann. Was, jetzt schon wieder hast du geklaut? Hey, hallo? Haben sie geklaut? So. So, was wir gleich mal machen werden. Kein Lack, was willst du denn für Lack? Sei froh, dass es mich gibt. No Lack today. Wie machen wir hier gerade Preise? Preise ändern. Das war teilweise in Spanien so gewesen, hat die gerade Preise gehabt. Das war geil gewesen. Also ich wäre wirklich dafür, wenn man wirklich diese geraden Preise macht. Also irgendwas mit 1 Euro, 1,50 oder 50 Cent oder so. Also unter 1 Euro kann man noch alles machen, aber wäre für die geile Sache. Kann sein, dass es, wie gesagt, zu hoch ist. Aber ich finde es schon mal cool. Also wie gesagt, wir werden es jetzt nicht ewig jetzt hier lang spielen in der ersten Folge, aber wir werden noch mehr davon spielen. Ich finde das irgendwie sehr cool. They don't have what I need. They don't have what I need. Dann mach denn, keine Ahnung, verpiss dich. Found it. Ah, geil. Huh. Okay. Enter. Geil. No luck today. So. Das ist geil, das ist, ich liebe, ich find's schon jetzt geil. Ich find's jetzt schon geil. 16. Da. Hier, guck mal, kein Wechselgeld. Siehst du, allein weil wir einen geraden Preis gemacht haben, kein Wechselgeld. Die Leute sind fröhlich, ich bin fröhlich. Ey, krasse. Nicht einfach so aus. Wie gesagt, ich tippe das einfach jetzt hier mit der Tastatur.
Oh, okay, gut. Der hat noch einen alten Preis gehabt. Ist in Ordnung? Ja. See you next time. Oh, wird langsam dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln. Oh, was war denn für ein Preis jetzt gewesen? Zack, 10. Goodbye. Guck mal, was passiert, wenn ich das hier mache, hä? Kriegst du denn Angst? Willkommen. Guck mal, wenn ich noch den jetzt hier mache. Ja, dann have what I need. So. Puh, haha, da ist ja erschrocken, wa? Da hast gedacht, oh, so ein Pappaufsteller, das bin ich aber dahinter gewesen. Gut, ich mach dir mal wieder Licht an, mein Freund. Kann ich die Trackies zumachen? Wäre irgendwie auch nicht schlecht, weil die können alle mein Lager kicken, das macht man ja auch nicht gerne. Ja, hier. So, das ist natürlich ein geiler Supermarkt. Jetzt ist natürlich eine andere Frage. Alter, lang geht denn der hier? Können wir den andauernd hier auflassen? Das wäre ja krass. 9. Perfecto Matico. Okay, ey, aber 0 Uhr ist happenduster hier. Ja, da mach ich hier aber wirklich Schicht im Schacht. Oh. Nee, war noch nicht close. $170 haben wir gemacht. Immerhin, also ein bisschen plus haben wir gemacht. Ja, ja. Er hat nicht Bock, um 0 Uhr sich noch irgendwie Mehl und Pringle zu holen. Ey, die Zeit aber auch dann teilweise wirklich bar, wa? Wie geil. Gut, ja, okay, wird Alter eingekauft. Ha, schön. Okay. Für dich, cool. Na. Ach, Kartenzahlung, schade. Neune, zack. Oh. So, Neune. Ach, Elve. Hier. Gut. Ich würde mal sagen, Schicht im Schacht. Heute ist, was heißt eigentlich closed? Was passiert eigentlich bei closed? Ist auch egal. Gut. War schon sehr cool gewesen. Mehr haben wir auch nicht mehr, wa? Ich war mal ein bisschen sauber hier. Mal gucken, was die machen. Hat die gerade was eingesteckt? Hat die gerade was eingesteckt? Hey. Hallo? Ah. Auf was wartest du denn, Mi? Ja, guck mal, der nimmt einfach so. Ach so, wegen der Kasse. Gut. Gut. Komm, wir kassieren euch jetzt nochmal ab. Dann ist aber auch Schicht im Schacht. Wir machen mal kurz hier zu. So, geschlossen. So, kommt mal her. Finde ich aber lustig. I think I'll use my credit card. Wechseln zu geben. Hast du keine $2? Ach, verleck mich doch. Guck mal, gib dir jetzt von allen jetzt immer $1, ja? So. Das machen wir auch zum $1. Vier. Zack, zack, zack. Oh, warte mal, einen müssen wir uns nehmen. Zack. Perfekt! Ha! Das ist ein Wechselgeld. Oh, wer mag nicht so ein Wechselgeld, wa? Stell dir vor, das sagen sie auch immer zu mir. Ich hab's nicht kleiner. Na, ich auch, ich hab's nicht größer. Oh. Warte. So, wunderbar. Ach, 98, scheiße, leck mich doch am Sack. So. Karte. Vierer. Enter. Und auch nochmal mit Karte. Geil. Also, Freunde, das war's gewesen. Ey,
Ich habe den Namen vergessen von dem Spiel, um ehrlich zu sein, aber steht ja in der Videobeschreibung, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch gerne angucken. Finde ich geil. Kostet aber ein bisschen Geld. Ich glaube, es war im Angebot unter 10 Euro gewesen, vielleicht ist es jetzt ein bisschen teurer, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, auf den ersten Blick finde ich es jetzt schon mal ein bisschen erfrischender als der Supermarkt-Simulator, wie viele Sachen wir haben. Und wenn das hier vielleicht auch noch ein bisschen geupdatet wird, und ich habe schon gemerkt in den letzten Tagen, es kamen mal wieder ein paar Updates, dann kann hieraus was werden. Freunde, wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge. Ich bin gespannt. Denkt daran, bei diesem Spiel könnt ihr auch mit euren Freunden spielen. Also, haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. So, wo schlafen wir eigentlich? Oh Gott, ist das mein Ende? Für immer bei Stekos Hotel Luca arbeiten. Habe ich kein Bett? Naja, gut, ich nehme die Mülltonne.